Da sind wir wieder. Far Cry 4 Zeit. Talalala. Ich freue mich. Und wir hatten einen Plan. Der Plan stand daraus, dass wir jetzt erstmal hier hingehen. Ich finde Skyward der vom Wegpunkt. Also, ne? Also für das Auto wäre gut. Ich sehe. Oh Gott. Annika lässt sich ablenken. Verdammt. Hier waren wir schon. Ach, hier ist die Brücke. Stimmt, wir sind so geflogen. Genau, und irgendwo hier. Und da war doch der Radiotyp. Aber wo gehen wir denn da hin? Naja, wir werden das hier schon... Irgendwo da ist Papis Tagebuch. Da werden wir mal gucken. Haben ja... Oh Gott, ist es dunkel? Nein, verdammt. Oh, wir müssen da lang. Stimmt, da lang geht's ja. Das ist auch der Gyrokopter. Was wollte ich sagen in der letzten Folge? Haben wir auch ein bisschen darüber was erfahren? Wie unser Vater wohl gestorben ist. Nämlich zu Hause. Und da meint der olle... Olle Schnurzelpurzel. Was ist denn jetzt los? Was passiert denn jetzt? Habt ihr's verpasst? Fuck! Alter, nein! Habt ihr etwa die Echsen verpasst? Hi! Kennen wir uns? Mann, ich bin die Kavalleriemann. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Herc. Ich hab von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von. Wir sind der goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Was? Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn. Okay, neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldener Pfad? Die Jungs vom Goldenen Pfad, genau. Du und ich, Mann, die neuen und besseren Ted Bros. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Oh, er ist so geil. Ich war Pommes, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann, mein goldener Pfad, Homie! Wuhu! Alles klar. Wow. Oh Mann, herrlich. Koop-Modus spielen. Halte V, um das Schützenhilferad zu öffnen. Wähle Freunde einladen, um den Koop-Modus mit einem Freund zu spielen. Wähle Hilfe anbieten, um dem Koop-Spiel von jemand anderen beizutreten. Oder Hilfe holen, damit jemand dem Spiel beitritt. Und so können wir nämlich Herc holen. Sollten, es kann ja auch der Fall sein, dass wenn wir eine Burg einnehmen wollen und der Patty ist gerade nicht da, sondern Schützenhilfe marken. Moment, ich rede gleich weiter mit, nee, Moment, ich mache jetzt mal meinen Satz fertig, ja. Und der Patty rettet wieder Leben und dann könnten wir uns Herc dazu holen und nicht den Patty. Du hättest ich kann dieses Wort, warum komme ich mit diesem Wort nicht klar? Schützenhilfe von Rebellen des Goldenen Pfads, die für dich kämpfen. Da haben wir schon ein paar Updates gemacht. Du benötigst Marken, um sie zu rufen. Du hättest Marken, indem du Karma-Ereignisse abschließt, Masken von Yalunge entfernst oder zerstörst oder sie an den Handelsposten erwirbst. Um Marken einzusetzen, drücke V und wähle Schützenhilfe rufen. Meldet V, gibst du deinen Rebellen den Befehl zum Warten oder Folgen. Weitere Details findest du im Taktikmenü. Alt klar, das war ja eine. Apropos Pommes, schönen Gruß an Koopis. Ah, du bist schon Pommes mit Mayo und so. Ja, das war Herc. Herc war auch schon in Far Cry 3 da. Oh Gott, ist das nostalgisch. Ist ja herrlich. Oh, wir sind hier ein bisschen im Feindgebiet, ne? Wir sollten ein bisschen aufpassen. Aber auch nur ein ganz kleines... bisschen. Das sind Schweine. Momentchen, ich würde auch gerne mal... Was brauchen wir denn halt mal so? Wir brauchen so eine 2. Also wenn man einen sauberen Kill machen. Schwermunitions. König. Aha. Panzernashorn. Jack. Ein Jack habe ich noch nicht gesehen. Dafür brauchen wir das auch. Hier haben wir maximales Upgrade. Der Geldbeutel. Assam Makaken. Oh Gott, Makaken. Das sind die Affen. Kacke. Scheiße. Wir können Affen töten. Tigerfisch haut. Da war der Fisch. Schabrackentapir. Im Ernst? Schabrackentab hier? Die hatten wir doch hier irgendwo in der Nähe. Oh, das ist ein Karma-Ereignis, also hin. Schneller! Oh, tötet den Leuten der Royal Army.
Ach, das hatten wir doch schon letztes Mal, oder? Den Scheiß. Oh Gott, wir sehen ja gleich. Oh, Annika macht Unsinn. Wie viele sind es noch? Zwei. Ich bin hier schon wieder. Das war Annikas Rambo-Style. Einfach reinrennen, ohne zu wissen, was passiert. Ich hab doch. Hier, mach mal weiter. Jawohl, Adler! So, Kopfschuss. Kammereignis, Attentat, plündere den Leutnant. Achso, so funktioniert diese Dinger. Jetzt war ich schon wieder verwirrt. Bin mal eine Folge nicht geschossen? Da bin ich schon wieder halb raus. Ja, ich höre ihn. Ich höre den scheiß Adler, ich höre ihn. Ah, ich brenne! Nani! Nani, nani, nani! Ist hier irgendwo eine Blatt? Nein, ne? Hm. So, einen Moment bitte. Jetzt bin ich so verwirrt, dass ich schon gar nicht mehr weiß. Genau. Wir wollten... Da, Papis Tagebuch. Mach mal das hier weg. Mach mal das da hin. Genau da wollen wir hin. Und von da aus können wir hier so unsere Kreise ziehen und dann zum Außenposten gehen. Aua, aua. Okay, nichts passiert. War nur so. Okay. Aber die fahren wir es hier nicht, ne? Wir müssen dahin, wo Papis Tagebuch erstmal ist. Was haben wir denn hier? Achso, ja. Hier sind nur Barale. Die brauchten wir mal, jetzt nicht mehr. Das ist voll nett hier, ey. Mann, Mann, Mann. Wenn man hier nur so schön spazieren gehen könnte, wie man es wollen würde. Ach, wir müssen doch darüber. Na, dann machen wir das mal. Ah, da drin scheint Papis Tagebuch zu sein. Und eine grüne Pflanze, oh Mann. Ist hier irgendjemand? Außer ein Adler? Waren wir hier nicht schon mal? Oder war das sowas ähnliches? Hier ist so eine Kiste. Ein Isolierband. Wo ist ein Papis Tagebuch? Ich kann das nicht sehen. Liegt das vielleicht auch? Was ist denn das? 7 von Fleisch. Ach, Nore. Da ist schon wieder Nor. Oder Nor. Nor. Ich weiß es nicht. Nor. Ich nenne sie jetzt Nor. Oder ihn. Es. Was auch immer. Nor sagt, es fehlen 7 Pfund von den letzten Opiumlieferung. Aha. Diese 7 Pfund sind zwischen der Teefabrik und dem Verlassen dieses Lagerhauses verschwunden. Ich will großzügig sein und gebe dir 24 Stunden Zeit, um es zurückzubringen. Und ich hier werde keine Fragen stellen. Wenn ich die 7 Pfund nicht zurückbekomme, werde ich mir dafür 7 Pfund von etwas holen, was dir sehr wichtig ist. Ich bin auf der Insel Satishnat. Okay. Da haben wir jetzt ein Y. Wo kommt denn das Y auf einmal her? Wo ist denn das Y? Ganz ehrlich, wo ist denn das Y? Da oben? Wer ist denn Yogi und Regi? Wo kommen die her? Wer sind die? Will mich verhumpen? Übrigens, hier suchen wir noch Papis Tagebuch. Da scheint Papis Tagebuch nicht zu sein. Kann ich irgendwo hochklettern? Zufällig? Ein Baum liegt von unserem Vater völlig verstreut. Irgendwelche Tagebücher rum. Ich spring mal so oft hoch. Wo soll denn hier das Tagebuch sein? Moment. Moment, Leute. Das kriegen wir hin. Das ist da mitten. Und was ist da schon wieder los? Was ist das? Das ist ein Baral. Gut, das ist eine Toilette. Die müssen wir gerade nicht benutzen. Übersehe ich schon wieder irgendwas? Blinkt hier irgendwas? Kann man hier irgendwo hochklettern? Nee, kann man nicht, ne? Sieht doch richtig. Aber es sieht irgendwie so aus, als ob man hier hochlaufen könnte oder so. Aber wie? Vielleicht mit der Leiter hier? Hä? Dieses Klettern-Symbol ist ja aber auch nicht immer da, ne? Hm.
Also ehrlich, ich fühle mich ein bisschen verhumpelt. Von Far Cry. Fühlt mich gerade verhumpelt. Hallo, ich will doch nur das scheiß Tagebuch und so. Ihr wisst schon. Ihr kennt es gerne. Das ist mein Vater. Kann ich hier hochspringen? So. Vielleicht nochmal hier hoch. Oh! Da oben liegt es. Ich fasse es nicht. Wenn ich jetzt runterfalle, dann hasse ich mich selber. Ist ein bisschen zu. Ja, aber wie. So schaffen wir das. Ah, so aber. Ach so, okay. Mein Gott, das war aber eine schwere. Das war aber jetzt eine schwere Geburt. Meine Herren, woran geht's Tagebuch? Das hatten wir. Oh, es wird interessant. Baishak, 1987. Heute traf ich einen Mann namens Pagan Min. Er stammt aus Hongkong und brachte einen entfernten Verwandten des ermordeten Königs mit sich, sowie eine Armee von Söldnern. Er ist eloquent und selbstsicher, wenn auch etwas jung. Ich muss das alles noch verdauen. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Als hätte Kyra uns einen Retter geschickt. Oh. Jemand, der das Blatt in diesem Krieg wenden und die Monarchie wiederherstellen kann. Gegen die vereinten Kräfte von Royalisten und Pergamentsöldnern haben die Nationalisten nicht die geringste Chance. Mohan Gil. Okay, eine Monarchie wiederherzustellen. Also war am Anfang. Daher kennt Pagan unseren Papi und auch unsere Mami. Entweder hat er am Anfang so getan, als ob er nett ist oder helfen will. Oder er war es tatsächlich. Man weiß es ja nicht. Und dann hat sich das alles so halb, ja, im Sand verlaufen, sagt man, kann man nicht so sagen, bestimmt, ne? Ja, hat sich da irgendwas, ich weiß es nicht, irgendwas ist falsch gelaufen. Das auf jeden Fall. So, wir rennen hier noch weiter. Hier. Ah, war nur ein Barall. Wir wollen noch den Orte da entdecken, mal schauen. Haben wir jetzt durch Badra diese... Wie heißen die? Yogi und... Berli? Weiß ich nicht. Sind das... Ach, das ist ein... Ach, du meine Güte. Hier, so ein Ding brauche ich. Wo ist denn das Vieh? Oh nein, er hat den Sherpa umgebracht. Ah, oh, da bist du. Nee, das ist ein Korb. Alter. Im Ernst? Im Ernst? Himmel! Was halten die denn aus? Also mit Pfeil und Bogen war der einfacher. Und der... Verdammt, der Sherpa ist... Köder mal eins. Das ist schon mal gut. Aber was ungut ist, dass der Typ tot ist. Kacke. Mann! Hier, mach mal auf. Aber wir haben hier einen Ort entdeckt. Nee, bewegen? Ach, na verdammt, egal. Ist das ein grünes Blatt? Ich sehe das gerade. Ja, es ist grün. Hier ist auf jeden Fall ein Ort. Warum zeigt er mir das denn nicht an? Nähzeug. Wir untersuchen mal den... Wo ist denn der Sherpa? Achso, Moment. Ich bin verwirrt. Hier liegt der Sherpa. Ach, verdammt. Inventar. Was? Haben wir jetzt ein komplettes Inventar aufgenommen? Oder was sollte das jetzt heißen? Eieieiei. Wir haben hier auch den Punkt verloren. Xi'an Sherpa-Lager. Na, ist ja super. Dass der einzige Sherpa in dem Sherpa-Lager tot ist. Das nenne ich mal gekonnt. So, alles klar. Wir haben es gleich geschafft. Dann noch dahin, dahin. Und dann sind wir auch schon da. Dann, achso, wir hätten einmal quer rüber rennen können, ne? Wir... Oh, das ist noch was. Oh, so viele Dinge! Oh, wei. Wir nähern uns dem Außenposten. Oh. Oh Gott, das ist ja gut hier um der Ecke jetzt gewesen. Oh. Hier liegen einige Sachen rum. Was hier noch rumliegt, ist gleich eine Adlerleiche. Was? Ach, da. Oh Mann. Ganz viel Geld, das wir nicht brauchen.
hier noch irgendwas? Munition? Karma-Level. Bonus-XP erhalten, hey! Cool. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ist hier gerade voll schön. Oh. Adler mit Baral. Ein Still. Warum lässt du das Ding dann wieder los? Oh Mann. Da steht auf jeden Fall auch ein Auto. Dann jetzt hier hin. Hopsala. Dann bin ich überlegt, zu dem anderen Punkt. Aber wenn es uns schon als Ort angezeigt wird, das ist ja kein... Was war denn das schon wieder? Das ist ja kein Fragezeichen mehr, ne? Ich würde da gerne irgendwie trotzdem nochmal hin. Ich hab... Töte den Leutnant. Okay, Schweine. Jetzt möchte ich mir das erstmal ein bisschen noch weiter angucken. Aber selbst wenn man hier nur so eine Sache macht wie irgendwelche... Oh, das sind Tapire, die brauchen wir. Moment. Erstmal ein Tapir töten. Warum halten jetzt durch ein Töten eines Tapirs Kammer Level 2 erreicht? Roll doch mal nicht so weit da runter, du blöde Tapir. Bleib liegen. Wir müssen da was töten. Ja, schön. Hast du sehr elegant gemacht. Oh Gott, ich höre so ein scheiß Vieh. So. Wir brauchen noch ein Tapir. Das hat nicht gereicht. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Oh Mann. Hä? Warum kriege ich jetzt für das Töten von Tieren Karma? Was ist das denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Habe ich irgendwas verpasst? Oder ist das, weil ich die, ja, nur mit Pfeil töte und nicht irgendwie mit irgendwas anderem? So, wir können loslegen! Na, damit können wir noch nicht loslegen. Nächstes Upgrade. Was mal? Ne, Moment, ich wollte erstmal hier. Und das hätte ich gerne. Und jetzt fehlt uns da wieder was, ne? Ist ja egal. Für was ist hier noch? Ein Schabrackentab hier brauchen wir. Wo war jetzt nochmal das Karma? Da war das Karma. Wo ist das Karma? Da ist das Karma. Ist irgendwie, hat sich irgendwo ein Schabrackentapir verlaufen? Hat sich vielleicht zufällig der Tiger über eins hergemacht, dass wir hier mal ausnehmen können? Na egal. Hui, hui, hui. Ich bin gespannt, was wir denn machen müssen. Ob das wieder so ein Töte einfach drei Typen und dann eine Suit-Aufgabe ist. Ich glaube, ich wollte noch sagen, bevor wir hier... Aha, sehr schön. Wollte ich, glaube ich, sagen, dass selbst wenn man nur so Sachen, Masken oder sonst was sucht in Far Cry, ich sei ein schlechter Einfluss für die Kinder, dass man trotzdem immer was zu tun hat in Form von Schießen oder so. Bleib stehen. Bleib stehen. Da ist noch einer. Ja, für den König seid jetzt alle gestorben. Tut mir wirklich leid. Hahaha, bitte dann durchs Berg pagern. Das war cool. Was war das? Bungee Jumping? Ist der Leopard auch tot? Nicht, dass der uns jetzt angreift. Hi, hi! Ja, der ist tot! Geil! Oh Mann, zwei Fliegen mit einer Klappe. Das nenne ich mal, eine Quest erledigen. Ja, ja, ja. So, jetzt gucke ich mal ein bisschen mehr auf die Waffen, was die so für Waffen hier haben. Das scheint aber auch ein Stummelwert zu sein, oder? Ist das was anderes? Sonst würde mir angezeigt werden. So, das ist auch ein Schummiger. Karma Level 2. Oh. Kalinax Rückkehr. Man schmeckt das Gefühl, dass ich hier irgendwelche Sachen wiederholen, aber tun wir, glaube ich, gar nicht. Wir halten. Mann, wir sind hier die absoluten Karma-Götter. Schön hier. Ich finde es wirklich klasse gemacht.
Schade, dass das nicht funktioniert. Ist wirklich klasse. Wir gehen mal kurz hier rüber. Hier liegt Kohle. Ich möchte mir das nur mal angucken. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Wo wollten wir denn eigentlich nochmal hin? Ich habe schon wieder... Ah ja, wir wollten uns eigentlich das Auto nehmen. Um mit dem Auto vielleicht kurz mal dahin zu fahren. Hier ist auch noch was. Wenn wir einfach geradeaus gehen, dann entdecken wir einen Ort und sind dann bald am Außenposten. Das können wir ja irgendwann nochmal da hingucken, ne? Wir werden ja schon irgendwann nochmal da vorbeikommen. Moment, ich hätte mir mal einen W-Punkt setzen sollen. Dann mache ich hier ein bisschen überlenken. Oh, Tapir. Meins. Wir kriegen Karma dafür, wenn wir die nicht mit der Waffe töten. Geil. Dafür, dass ich hier so ein bisschen... Ich würde es nicht unspannend nennen, aber halt ein paar andere Sachen mache als sonst in Far Cry. Kann ich auch mal ein bisschen Überlänge machen? Na, der Weg ist da jetzt nicht der beste. Wie können wir es herstellen? Das wollte ich da eigentlich erreichen. Spritzentasche! Juhu! Wie können wir Spritzen herstellen? Fell der Himmelskatze. Besorge dir diese Felle und Häute durch eine Kyrat Fashion Week Aufgabe. Was? Kyrat Fashion Week? Was ist das denn? Oh Mann, dieses Spiel ist manchmal ein bisschen bekloppt. Schön bekloppt. Kyrat Fashion Week. Okay. Hier, wo ist denn das Blatt? Da unten? Nee. Wo ist denn das da? Geht's da? Ach, hier. Ich suche mal nach diesen Grünen, die so nach oben sind, die aussehen wie Orchideen da. Ausschau. Halt die mal Ausschau. Tapir! So. Ein bisschen Tapir ärgert. Muss Oma sein. Schabrackentapir ist auch ein wunderschöner Name für ein Tier. Oh. Was auch wunderschön ist, ist sowas. Ist das nur Ena? Anscheinend, ne? Nein, den wollen wir ja wohin bekommen. Wenn der sich nicht bewegen würde. Wollen wir den mit Pfeil in Arsch jagen oder Takedown? Wo geht er denn hin? Was macht er da? Oh mein Gott, der kommt. Kommt der hier hoch? Ist natürlich unpraktisch. Ha! Warum kommt denn er hier hoch? Ist hier irgendwas hier oben? Scheiße, das war nicht gut. Ist hier was? Außer der Stand da unten? Nee, das ist einfach nur hochgelatscht. Naja, von mir aus. Wir sind hier halt... Wir haben halt noch nicht den Außenposten. Da ist er nämlich. Sehen wir das schön an der einer Rauchschwade. Der ist hier fast um der Ecke. Da unten hin sollen wir. Aber sonst ist das hier halt nur Feindgebiet, ne? So, noch ein Stück nach unten. Kaffee ist keiner. Hallo! Einmal hier rum, einmal hier rum. Das ist eine wunderschöne Pflanze. Ha. Okay. Oh, cool! Luftkissenboot. Was ist das hier? Yalungsan haben wir entdeckt. Ach, das ist eine Höhle, da kann man wieder rein. Wir machen aber auch ein paar Fähigkeiten gut, ne? Dadurch, dass wir hier rumrennen und Sachen entdecken. Oh, ich höre was. Das ist bestimmt nicht gut, was ich hier höre. Ne, da guckt mal, wie sie da langfahren, die Idioten. Dann gucken wir mal, was wir hier finden. Hier ist... Na... Oh Mann, manchmal ist das wirklich nicht... Diese Diät aus rohem Tigerfisch bekommt mir nicht gut. Ich habe Schwindelanfälle und bin sehr lichtempfindlich geworden, sodass ich mich bei Tageslicht nicht mehr traue, die Höhle zu verlassen. Ich habe gehört, der Doktor hätte eine Medikamentenlieferung vom Goldenen Pfad erhalten. Ich glaube, ich warte auf eine ruhige Nacht und gehe dann mal zu ihm. Aber fürs Erste kann nur eine Prise Garam Masala die nächste Portion rohen Fisch bekömmlich machen.
Okay, und oh Gott, ein bisschen dolle Überlänge habe ich jetzt gerade gemacht. Haha, huhu. Gut, aber naja, das muss auch mal sein. Dann sehen wir uns am nächsten Part. Und da dann bestimmt endlich mit dem Außenposten. Kann aber auch sein, dass ich mich von 5000 anderen Dingen wieder ablenken lasse. Und es noch nicht so weit ist mit dem Außenposten. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. So, wie mir das hier gefällt, mache ich das auch. Und dann kriegen wir das hin und schaffen das schon. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Yeah.